Alle diese Statistiker werden von agilen Kollegen getötet. Oh je. Ein Freund von dir? Ich nehme an, das ist deine Schuld? Ja, wie üblich. Was ist meine oberste Regel, Solo? Nicht kämpfen. Komm jetzt. Wir müssen weg. Der erste Datenwürfel ist bei einem Generator vor uns. Glaube ich. Was? Konnten Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Ist es so? So, ich muss mal ganz gucken. Detonitladung. Han Solo wirft eine Haftgranate, die bei Bedarf zünden kann. Okay, Scharfschütze. Kann schneller abfeuern und stürmt nach vorne. Okay. Sturmtruppen. Scheiße, wir müssen sie ausschalten. Nein, nein, Sie müssen das. Mein Blaster ist nur Show. Ich kann gar nicht schießen. Ha, na toll. Imperialer, der nicht schießen kann? Was ist denn das für einer? Okay, Statistiker. Wir durchsuchen alles und rücken dann zum Schloss vor. Statistiker, okay, das, Alter. Mist, das wollte ich vermeiden. Nein, keine Verstärkung, bitte. Muss mal ganz gut wegrennen. (lacht) 77% Trefferquote, ja, komm klar. Kann nicht sein, das ist viel zu gut eigentlich. Schnauze. Ja, lehn deinen Kopf hervor. Hier ist nichts. Okay. Okay. Da, ach, da vielleicht. Das hätte die ganzen Codes kennen zum Öffnen. Nein, nichts. Alter, wenn der den nicht dabei hat. Am Ende hat er wahrscheinlich alles in seiner Jackentasche, weil er vergessen hat, das wegzupacken. War ich dich hier gerade schon eben? Wo ist die Kaschik-Information? In der Nähe eines hübschen Schreins hier im Wald. Vorwärts! Vorwärts! Gib mal ein bisschen Gas. Ach, das werde ich noch bereuen. Ihre Infos müssen gut sein, wenn Sie so viele Truppler auf Sie hetzen. Das Imperium geht schlechter als alle denken. Und es hat Angst, dass die Republik es erfährt. Die Flotte verbraucht auf der Flucht vor ihren Angriffen mehr Treibstoff, als sie nachliefern kann. Einer von 148 imperialen Offizieren ergibt sich und will Asyl. Wir haben 3,4% Sternenjäger. Schön und gut, aber was ist mit Kaschik? Sind Sie sicher, dass Ihre Infos den Wookies helfen? Sie bringen sie auf den Planeten. Was hat die Republik denn vor? Nicht viel, aber ich und Chewie schließen die Arbeitslager auch allein, wenn es sein muss. Ah ja, der große Chewbacca. Was? Ich bleibe hier drüben. In Sicherheit. Einsatzziel und die auch ausschalten. Improvisierte Sprengsätze. Die Exekution des Ziels ist nicht unsere Mission. Ah, ja, gut gemacht. So, wer will noch auf die Schnauze? Du? Sehr gut. Super Schuss. Ganz wunderbar.
Schütze! Ins Bein. Nein, Hals. Schnauze. Und da ist noch eine. Das ist eine Frau. Keine Gnade für Frauen. Die machen mal was. Ich will mal was ausprobieren. Ich will jetzt mal den guten. Jawohl. Also, wo habe ich denn nur diese Wookie-Infos gelassen? Ich finde sie. Da hinten ist was. Was willst du denn, Alter? Was hackt? Gefunden! Da kommt Verstärkung! Runter! Geh runter! Alles klar für Zündung! Ja! Damit kommen Sie auf den Wookie-Planeten. Und jetzt zu Ihrem berühmten Feind. Moment! Ist das Theron? Theron, bist du das? Ja. Im Durchschnitt kennen 2,2 von 300 imperialen Truppen den rasenden Millennium-Falken. Das ist Theron! Du Verräter! Ich glaube, ich muss mal die Optik putzen. Sollten wir nicht zum Schiff gehen? Das ist voll die Mega-Waffe, Alter. Ein Schuss. Ins Bein und die sind tot. Hä? Danke. Das so weiß im Licht, den sehe ich gar nicht. Das müsste Ihre Aufmerksamkeit erregen. So, am Ende ist das gar keine Infos über die ganzen Wookies, sondern ein altes Rezept von imperialen Küchen. Über Sarlacc-Suppe. Wie die wegfliegen will ich. Alter, ich bin halt. Hini wegfliegen! Alter, was? Vielleicht wird's heute doch. Oh, Schnauze. General Solo, hier spricht Aiden Versio. Bereit zur Hilfe. Wahnsinnig froh, Sie zu sehen. Was führt Sie hierher, Commander? Sie, General. Senatorin Organa schickt uns. Ich nehm's zurück, Joey. Schlimmer kann's überhaupt nicht mehr werden. Boden gesichert, aber da kommen ein paar alte Freunde im Teichjäger. Wäre zu schön, wenn sie einmal nicht kämpfen würden. Ha, wo bliebe da der Spaß, General? So, wir gucken mal nach. Also, Nachbrenner gewährt dem Sternjäger einen vorigen Tempo-Boost und unterbricht feindliche Zielerfassung. Ah, gut zu wissen. Spezialmodifikation erhöht Primärwaffenschaden und verändert die Dauer der Fähigkeit. Überhitzung, okay. Doppelte Stoßraketen feuert zwei schnelle Raketen ab, die das erfasste Ziel verfolgen und verursacht moderaten Schaden. Von der Rakete getroffene Sternjäger erleiden kurzfristig einen Betäubungseffekt. Was uns anfunkt. Ich will jetzt nicht mit ihr reden. Han Solo. Hey, was? Ich hinterlasse keine Spuren.
hast du gesagt. Und jetzt sind Schiffe über meinem See. Ich kann es erklären. Nicht erklären. Bring's einfach in Ordnung. Ich triff keine Schuld, Chewbacca. Chewbacca. Die stehen auch voll auf Chewbacca. General, wir konzentrieren den Beschuss auf den Kreuzer. Alles klar? Gut. Bringen wir ihn auf den Boden des Sees. So. Das wird Mars gar nicht gefallen. Halt die Schnauze, Theron. Blaster sind nicht so geil wie vom... Inferno-Trupp, Information. Ja. Feindlicher Sternjäger nimmt Kurs auf General... X-Wing oder TIE Fighter. Protonentorpedos bereit! Übertrieben, aber effektiv. So. Protonentorpedos. Nummer 1. Kreuzer wie diesen sieht man nicht mehr häufig. Nicht nach dem Überfall auf die Werft vor einem Jahr jedenfalls. So, den hätten wir. Wir drehen um. Und feuern auf das andere. Dieser YT-1300-Frachter ist toll, aber sein Hyperantrieb hat 1,22 mal häufiger eine Fehlfunktion als das Modell 2000-Ionen. Ui, schaff ihn aus meinem Cockpit. Mein Halt, bin schon schnell. Feuer! Feuer! Ah, ich muss noch einmal anfliegen. Schwert, Feind hinter ihm. Bitte abschießen. Ja. Ich sehe ihn. Feuer! Alles klar. Danke, Alten. Juhu! So, dann jetzt mal. Oh. Wir sehen wieder Absturz. So. Mal umdrehen und dann. Ah, das soll das nicht. Alter! Ah, Scheiße! Ups! Aber der, zumindest ist der auch kaputt. Wo sind sie denn, die Thais? Thais. Ein Thai-Jäger weniger. Alter, sind wir langsam. Ein Jäger weniger, der Ärger macht. So wird's gemacht. Oh, dafür, dass er so schnell ist. Der ist der super langsam. Unterschuss! General Solo, ich habe wieder einen, der zu Ihrer Position fliegt. Ich schalte ihn aus. Hab ihn. Hoffentlich war das jetzt das letzte, Solo. Ich sagte doch, ich mache das. Haut jetzt endlich ab. Haut einfach ab. Gute Arbeit, General. Jetzt geht's zurück zur Flotte. Genau genommen habe ich was anderes vor. Chewie sendet die Koordinaten. Roger, wir sehen uns dort. Aber du musst zurückkommen. Keine Sorge. So leicht wirst du uns nicht los. Sie gehört Ihnen, Commander. Was immer Sie mit dem Druiden gemacht haben, Dallas, ist eindeutig falsch. Hey, Kumpel, er ist repariert. Ist nicht meine Schuld, wenn er Sie jetzt mag. Inferno-Trupp. Schiff, ich habe Sie nicht gesehen, seit Lando Sie hierfür bestimmt hat. Wie geht's Ihnen? Wunderbar, Senatorin. Was beschäftigt Sie, Commander? Paldoras Infos zufolge leitet mein Vater einige Operationen auf Bespin und Sallust. Erlaubt ihr, dass ich ihn suche und festnehme? Sie unterstehen mir nicht rein. Das Flottenkommando missbilligt vielleicht eine derart persönliche Mission. Ah, aber ein imperialer Admiral sollte doch keinesfalls den Feind stärken, habe ich nicht recht? Es wäre von Vorteil, wenn Sie ihn näher bringen, Commander. Ja, Ma'am. Und möge die Macht mit Ihnen sein.
Oh, sieht das cool aus. Haldoras Infos zufolge betankt mein Vater seit Monaten seine Flotte auf der Chinook-Station. Unser Freund Hask überwacht die Operation. Wenn wir ihn ergreifen und die Station abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Zumal Hask der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Mit etwas Glück? Es ist immer mehr als Glück. Das sind Tiere, ne? Kann das sein? Wow! Sehen Sie sich diese Wälder an! Süß, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Wenn Sie das Tibana-Gas für das Imperium erzeugen, sind die Beldons kritisch für die Mission. Wie Sie meinen. Wissen Sie, wenn wir Ihren Vater finden und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich weiß, es waren harte 6 Monate. Aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spür's einfach. Daran zweifle ich nicht. Mir ging's eher darum, was danach passiert. Wenn der Krieg vorbei ist. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eine imperiale Ausbildung ist im zivilen Bereich nicht viel wert. Was ist mit Ihnen? Ich möchte reisen. Die Galaxis sehen. Lothar, Mycapo. Da waren Sie doch schon. Ja, als Soldat. Ich will das alles in Freiheit sehen. Das klingt tatsächlich sehr schön. Da ist der Landeplatz. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Cool. Ich wusste gar nicht, dass diese Viecher dieses Gas erzeugen. Das ist interessant. Wird im Turm des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Also brauchen wir einen Turbolift. Der Droide sagt, vor uns ist einer, sowie einige Sturmtruppen. Also los, mir nach. Wie immer. Alles klar. Mach noch eine Runde. Ich will nicht, dass uns irgendwas entgeht, solange Commander Hask hier ist. Okay, okay. Hat sich meine Schleichmission wohl ein bisschen erledigt. Ich wollte eigentlich Verrücken! Treibt sie zurück! Ja, der weg. Es erinnert mich wirklich ein bisschen an Jedi Academy. An das gute Alte. Da gab es auch so eine Mission auf so einer Bohrplattform. Vielleicht haben die sich so ein bisschen inspirieren lassen. Wäre ganz cool eigentlich, weil es war ein gutes Spiel. Habe ich gerne gespielt, habe ich so oft durchgespielt. Gesichert! Und jetzt zu dem Lift. Sie haben mehr Waffen als erwartet. Wird nicht einfach zu Hass zu kommen. So, da hinten war aber noch eine Waffe. Die habe ich mir nicht geholt. Ich nehme die mal mit. Wer weiß,
was das ist. Vielleicht können wir die noch gebrauchen. Hier, wo war die? Da. Da war sie. Ach, ein Geschütz. Okay. Sehr nice. Geschütze gut, alles gut. Das ist eine alte Weisheit, ja, die man so im Laufe eines Star Wars Spiels erkennt. Ich habe eine Idee. Wird Ihnen nicht gefallen. Okay, wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verrät dich. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Ach, verdammt. Bereit machen, der Hask wird uns einen Kampf liefern. Ich freue mich drauf. Den Turm des Aufsehers infiltrieren. Tja, das weckt Erinnerungen. Aber keine guten. Der Turm des Aufsehers liegt vor uns. Hask müsste ganz oben sein. Stormtrooper. 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 Die fallen auch gar nicht auf mit unseren Rebellenwaffen hier. Es ist normal, dass hier zwei Sturmtruppler mit Rebellenwaffen rumrennen. Wobei er hat einen E11-Blaster, aber wir haben ja unsere Rebellenwaffe. Ein Wolkenstadtwagen. Können Sie sich vorstellen, in dem Cockpit zu sitzen? Ich weiß nicht. So schlimm finde ich es nicht. Kein echter Pilot würde so eine Kiste fliegen. Stormtrooper. 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 Die Besetzung des Imperiums schlimmer geworden. Das könnten wir sein, Ei. Sie und ich. Denk an all das Gute, das wir seit Bardos getan haben, Del. Wir haben die Galaxis sicherer gemacht, Leuten Hoffnung gegeben. Ja. Und das tun wir jetzt auch für Bespin. Finden wir Husk. Ich finde schade, dass wir nicht die ganze Zeit Imperium gespielt haben. Immer kriege ich das Imperium auf den Sack, das mag ich nicht. Erstaunlich, wie belebt die Station ist. Ah, das Imperium flieht. Hey, es braucht was quatscht ihr da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Angeblich bröckelt die Blockade. Überall im Anuat-Sektor sollen Schiffe durchbrechen. Das ist Gouverneur Adelhards Schuld. Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Husk! Wir haben die Corvus in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu. Leben Sie wohl ein. Nein, nein, er darf nicht entkommen. Wo lang? Wohin? Da. Wieso war da hinten? Dieser Sternenzerstörer. Das muss Husk sein. So viel dazu. Runter von der Plattform! Verdammt, ein Hinterhalt! Es werden immer mehr! Wir haben zu viele Truppler an unserer Position. Ich muss mal ganz kurz in Deckung. Uns den Weg von der Chinook-Station freikämpfen. Lass mich durch. Hä? Achso, wir müssen wieder runter. Vielleicht. Ach, schade. Ich dachte, ich kann jetzt das Geschütz reinstellen, runterfahren und dann alles voll draufballern. Was jetzt? Husk war nur ein Teil der Mission. Sie wollen immer noch die Betankung stoppen. Wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe.
So, Ladezeitbonus, lade alle deine Fähigkeiten kürzer oder ein starker So, dann nehmen wir... was ist das? All deine Fähigkeiten haben kürzere Ladezeiten. Das ist eigentlich ganz gut, aber wir bräuchten auch mal so einen Thermaldetonator. Anstatt den Schild könnten wir das nehmen. Den habe ich eben gar nicht benutzt. Frontkämpfer, wenn das habe ich auch nicht benutzt. Was ist das? Wenn du ein Gegner... gehört das, nehmen wir. Das sind immer so passive Sachen, das ist ganz gut. Und dann nehmen wir auch eine andere Waffe. Wir nehmen so eine. Standardwaffe ist, glaube ich, ganz gut so. Ja. Wir sind auf der anderen Seite der Station. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? Du musst was hacken. Offen. Hab ich schon geguckt. Keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wachsam. Ausschwärmen. Commander Hask will sie gefunden haben. Okay, die haben einen fetten Druiden. Sie suchen noch nach Läufer. Uns. Ich eröffne das Feuer, verstanden? Alles klar. So, wo lang? Da. Reaktivieren. Ach so, das ist auch das Runde Waffe. Feind mit schweren Waffen gesichtet! Der Schild wollte ich doch gar nicht. Alter! Was? Was? Ich glaube, wir müssen ein bisschen schleichen. Ja! Was jetzt? Hask war nur ein Teil der Mission. Wir wollen immer noch die Betankung stoppen. Aber wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Die X-Flügler sind auf der anderen Seite der Station. Droide, gibt's irgendwas in der Nähe? Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wachsam. Ausschwärmen! Commander Hask will sie gefunden haben. Sie suchen noch nach uns. Ich eröffne das Feuer, verstanden? Alles klar. Scan den Bereich. Okay, da sind extrem viele. Anschleichen vielleicht?